Willkommen Leute zu einer weiteren gesponserten Opening und zwar dieses Mal zu Powercode Link, dem aktuellen Structure Deck, das vor 2 Tagen erschienen ist. Und ich dachte mir, das können wir doch heute mal aufmachen und zwar direkt 3-mal, so wie immer. Danke auf jeden Fall an Gate to the Games für das Sponsoring und denkt bitte an die Rabattcodes, damit das Ganze noch lange weitergehen kann. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal. Ich muss sagen, das hier ist auf jeden Fall eine coole Fortsetzung zu dem Starterdeck, das wir vor einigen Wochen bekommen haben. Also die Anfänger können quasi ihr Deck damit so ein bisschen aufpushen bzw. etwas weiter ausbauen, wenn sie das ja auch noch kaufen sollten. Und deswegen will ich das heute mal so ein bisschen reviewen und ich werde mir alle neuen Karten durchlesen mit euch zusammen und wir schauen mal, was das Deck so zu bieten hat. Es hat auch mal wieder einige interessante Reprints und so weiter und wir machen das Ganze 3-mal auf, so wie jedes Mal, wenn ein neues Deck erscheint. Okay, dann würde ich sagen, lege ich erstmal 2 Stück beiseite. Eins machen wir zusammen auf und ich lese erstmal den Rücken, der aber ziemlich ekelhaft geschrieben ist, muss ich sagen. Dieser hellgrüne Effekt ist nicht gerade angenehm vorzulesen in der Kamera, aber ich gebe mir mein Bestes. Der Link zur Cyberskraft, Verbindung hergestellt, die Cybers haben, in diesem Deck hier, den Datenstrom mit modernster Technologie geflutet, um ihre Duellstärke zu maximieren. Kodiere deine Strategie, um ihre Synergien optimal zu nutzen und tauche in die Reigns ein. Dieses Themendeck aus 43 Karten enthält 3 brandneue Link-Monster, die nicht nur leicht zu beschwören sind, nein, sondern die auch helfen, den größtmöglichen Nutzen aus deinem Extra-Deck zu ziehen. Ja gut, das ist ihre Aufgabe, sag ich mal, ne? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn die Link-Monster das drauf haben. Hier ist auf jeden Fall die Kartenliste, so wie immer. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Und dann werde ich nach einem Schnitt auch die anderen beiden öffnen, weil 3-mal will ich euch das nicht antun. Die Decks gehen nämlich extrem scheiße auf, muss ich sagen, so wie immer. Es ist einfach zum Kotzen. Also die Verpackung ist echt dämlich. Das hätte man wesentlich cooler arrangieren können irgendwie. Aber so ist das halt leider bei heutigen Yu-Gi-Oh! Decks. So. Wir haben erstmal alles hier rausgeholt, dann würde ich sagen, lege ich mal die zerstörte Packung beiseite und die anderen beiden werde ich wahrscheinlich irgendwie oben öffnen, krampfhaft. Ich versuche auf jeden Fall alles, dass irgendwas schön aufgeht hier. Und naja, das lege ich erstmal beiseite. Hier haben wir das schöne Deck hier und zwar haben wir zunächst mal den Kraft-Kodiersprecher. Das ist auf jeden Fall das Covermonster von diesem Deck hier, der neue Code-Talker, könnte man sagen. Und dann haben wir erstmal die Spielunterlage, die ich erstmal kurz aufhalten möchte und die ist hier relativ cool, muss ich sagen. Die ist nicht so dezent wie bei dem Starterdeck, was ich eigentlich ganz nice finde. Ich mag mehr, wenn quasi so ein paar Monster-Artworks damit drauf sind. Das feiere ich normalerweise. Und das ist hier mal wieder gegeben. Und auf der Rückseite ist mal wieder ein bisschen Werbung. Ich denke mal, das weiß mittlerweile jeder. Und hier haben wir so ein bisschen eine Einsteigeranleitung, falls ein Anfänger sich das Ganze kauft. Aber wie gesagt, es gibt auch das Starterdeck. Das ist wahrscheinlich für Anfänger noch etwas interessanter für gewöhnlich. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die Decks so bereithalten. Ich werde aber erstmal nach einem Cut die anderen beiden Decks auch aufmachen, sodass wir alle 3 Decks nebeneinander liegen haben, weil ich denke mal, das ist eine gute Sache. So Leute, dann haben wir schon alles ausgepackt und ich würde sagen, ich lege erstmal die beiden Sachen hier beiseite und dann starten wir mit dem Deck hier. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir auf jeden Fall hier einige sehr interessante generische Link-Monster bekommen werden, die sogar recht spielstark sind auf jeden Fall. Für einige Link-Plays auf jeden Fall wichtig, aber ansonsten bekommen wir einfach, naja, mittelmäßige Reprints und ein paar neue Cybers-Karten. Ansonsten war es das dann auch schon. Das ist jetzt nicht irgendwie Dino Smashers Fury 2 oder so, also so ein krasses Deck ist das hier nicht, aber was soll's. Okay, wir öffnen das Ganze mal gemeinsam in diesem Falle. Und das hasse ich ja normalerweise, aber mittlerweile kann ich es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich bin aber echt kein Freund davon, von der Verpackung von den Decks. Es ist jedes Mal wieder ein bisschen Cancer. Okay, wir starten auf jeden Fall mit einer Ultra Rare und zwar mit der Karte Kraftkodiersprecher. Und das ist ein Link, 3-Link-Monster mit interessanten Pfeilen auf jeden Fall. Wird beschworen durch 3 Monster, also generisch auf jeden Fall. Man braucht also keine Cybers-Monster oder so dafür, was auf jeden Fall angenehm ist. Und der Effekt, once per turn, du kannst ein offenes Monster auf dem Feld wählen. Annulliere bis zum Ende dieses Zuges die Effekte des gewählten Ziels, once per turn. Falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, während der Schadensberechnung, Schnelleffekt, du kannst ein Monster, auf das diese Karte zeigt, als Tribut anbieten. Die ATK dieser Karte werden, nur während der Schadensberechnung, gleich den Doppelten ihrer Grund-ATK, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Es ist schade, dass die Karte nicht auf den Gegner zeigt, sonst könnte man quasi seine Monster wegtributen. Das wäre doch ein Bonus, aber ansonsten muss ich sagen, ist die Karte auch so schon eine stabile Ultra-Rare. Ein recht guter Kodiersprecher, muss ich sagen, gefällt mir. Dann haben wir die Karte Segmentdrache und das ist ein Tributmonster, okay, bin gespannt. Du kannst diese Karte als Normalbeschwörung beschwören oder setzen, ohne Tribut anzubieten, aber ihre Grund-ATK und Death werden halbiert, okay, das kennt man schon. Das haben einige Tributmonster, diesen Effekt hier, ist eigentlich ganz cool. Once per turn, falls diese als Normalbeschwörung beschworene oder gesetzte Karte auf dem Spielfeld liegt, Schnelleffekt, du kannst diese offene Karte zerstören. Und falls du dies tust, zerstöre alle Monster in den Main-Monster-Zonen, deren ATK kleiner oder gleich eine ATK sind, die diese Karte auf dem Feld hatte.
Das ist halt nicht so geil, ne? Weil wenn die Karte einen Decrease bekommt, ist sie halt scheiße. Also das wird nicht so spielstark sein, aber auf jeden Fall interessant und sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Dann haben wir die Karte, oh Gott, Meeresarchivar, ein Seepferdchen, was eigentlich ganz cool aussieht, muss ich sagen. Ich mag vor allem den Background, muss ich gestehen, also das gefällt mir irgendwie. Und der Effekt, falls ein Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung in eine Zone beschworen wird, auf die ein Link-Monster zeigt, außer während des Damage-Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof, falls sie dort lag, als die Beschwörung aufgelöst wurde, oder von deiner Hand, selbst falls nicht, beschwören, aber verbanne sie, wenn sie das Feld verlässt, okay, schade. Du kannst diesen Effekt vom Meeresarchivar nur once per turn einsetzen. Auf jeden Fall ein guter Float-Effekt, das kann sich sehen lassen, besser als die zweite Holo, die wir eben gesehen hatten. Dann haben wir die Karte Flammenbuffalo, alles klar, was kannst du? Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt, du kannst ein Cybersmonster abwerfen und falls du das tust, ziehe zwei Karten. Oh, das ist cool. Du kannst diesen Effekt allerdings nur once per turn einsetzen. Okay, das ist ein bisschen schade, aber es ist halt durchaus eine schöne Möglichkeit, um seine Hand zu erneuern. Das kann sich schon sehen lassen. Wenn die Karte hier weggelinkt wird, ist das auf jeden Fall ein cooler Effekt, aber die Karte kann sich leider nicht specialen, weswegen die Karte meistens die Normal Summon aufbrauchen würde und das ist halt nicht so schön. Und was wir sonst noch haben, ist die Karte Debug-Käfer, alles klar. Was kannst du denn Schönes? Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Cybersmonster der Stufe 3 oder niedriger von deinem Deck hinzufügen. Okay, ein Sucheffekt, auch once per turn. Das ist immer nett. Alles klar. So, dann haben wir die Karte Dateneichel, die dürfte auch neu sein. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Dateneichel-Spielmarke, alles klar, als Spezialbeschwörung beschwören, du kannst diesen Effekt mal wieder nur once per turn einsetzen. Ja gut, das ist halt einfach mal wieder eine Möglichkeit zum Spammen. Ist halt eine Cybers-Karte, ne? Aber gibt Besseres leider. Dann haben wir die Karte Müllsammler, die sehr merkwürdig aussieht, muss ich gestehen. Du kannst ein anderes Cybers-Monster wählen, das du kontrollierst und das Duell im Main-Deck begonnen hat. Okay, das ist ein sehr besonderer Effekt. Gib es auf die Hand zurück und falls du das tust, beschwöre ein Cybers-Monster mit derselben Stufe, aber einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Auch once per turn. Das ist ein sehr merkwürdiger Effekt. Gibt's sowas schon? Dass eine Karte quasi zu Beginn des Duells im Main Deck gewesen sein muss? Das sagt mir ehrlich gesagt nichts, dass es das schon gab. Also mal wieder eine interessante neue Richtung, in die quasi Effektmonster gehen. Finde ich interessant. Also da kann man auf jeden Fall noch lustige Effekte zu rausbringen, theoretisch. Dann haben wir, oh Gott, Anti-Alien? Ich wollte Anti-Alien sagen, aber Alien schreibt man normalerweise mit E, oder? Ich glaube schon. Merkwürdig auf jeden Fall. Once per turn. Falls diese Karte in dieser Battlephase gegen ein Monster gekämpft hat, kannst du Schnelleffekt, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde, beschwöre ein Cybersmonster als Normalbeschwörung. Falls diese offene Karte, die du kontrollierst, das Spielfeld durch einen Karteneffekt deines Gegners verlässt, ziehe eine Karte. Okay, geht besseres leider. Ist halt einfach so ein Effekt, der vom Gegner abhängig ist und eine weitere Normal Summon, naja. Ist halt auch nicht so leicht rauszubekommen, also zumindest nicht in jeder Situation. Könnte vielleicht mal blöd kommen. Schade eigentlich. Dann haben wir Sturmcypher, der dürfte auch neu sein. Kann weder direkt noch Monster in der extra Monsterzone angreifen. Bleibt von Monstereffekten unberührt, die in der extra Monsterkartenzone aktiviert werden. Kann nicht durch Kampf mit Monstern in der extra Monsterzone zerstört werden. Das ist interessant. Ein Konami-Syndrom-Monster bei den Cybers-Karten, das gar nicht mal so ein krasses Konami-Syndrom hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber spielstark ist schon was anderes leider. Und dann haben wir ein paar Karten, die wir schon kennen. Denn ich glaube, den Cybers-Apparat hatten wir schon, der ist nicht so geil. Dann haben wir Juragedo, alles klar. Ja gut, es hat eine Special-Summon-Möglichkeit. Lege ich mal zu den guten Karten raus, aber gibt auch krasseres. Dann haben wir Leinenwolf. Das ist halt eine coole Karte in beispielsweise Cleaver, muss man sagen. Weil die Karte macht einen Maschinentoken, was für Cleaver Genius geil ist, das Link-Monster, das man generisch durch Maschinen beschwören kann. Nice one. Dann haben wir die Karte Wiedergeborener Tengu. Und der hat seine besten Zeiten hinter sich, muss ich sagen. Also, bisschen random, muss ich sagen. Vor allem direkt zweimal finde ich komisch, aber gut. Dann haben wir Schädelmeister. Ich meine, okay, es macht natürlich Sinn, wenn man die Karte rausbringt, dass man die zweimal reintut, weil als One-Off macht die Karte gar keinen Sinn, aber trotzdem finde ich es random. Dann haben wir die Karte Schädelmeister, die gesagt, ist halt eine Handtrap, aber ist nicht so stark leider. Wir haben lange Zeit auf Reprints gewartet, das ist jetzt der zweite Reprint und ich denke mal, einen dritten brauchen wir nicht. Ist halt okay, die Karte. Dann haben wir Goblinburg, ist halt durchaus für Anfänger ganz nett, lege ich mal raus. Dann haben wir die Karte Phantom Himmelsprenger. Und das war auf jeden Fall nötig, weil die Karte hier wird sogar gespielt, weil sie Tokens generiert. Und deswegen ist die Karte für einige Kombos tatsächlich ziemlich relevant. Sehr schöner Reprint, gefällt mir. Dann haben wir Vogelmensch, alles klar. Ihr wisst Bescheid, dass die Karte limitiert ist, finde ich lächerlich, immer noch. Also es gibt damit zwar Kombos, aber nichts davon ist wirklich krass unfair, wie ich finde. Dann haben wir Effect Whaler, gute Handtrap auf jeden Fall, nimmt man immer gerne mit. Wird bald wahrscheinlich wieder 2 Euro wert sein. Die Sache ist die Karte wird ständig gereprintet, aber dann ist sie doch was wert, nach einer Weile wieder, weil die Karte einfach gut ist, muss man sagen.
Dann haben wir Magischer Händler. Ich hasse die Karte, ehrlich gesagt. Also, es gibt natürlich Decks, in denen die Karte ganz gut sein kann. Und auch im Goat-Format war die Karte ganz nett. Aber irgendwie kommt die ständig scheiße bei mir im Goat-Format. Ich habe irgendwie Pech mit der Karte, muss ich gestehen. Dann haben wir Kosmischer Kompass. Du machst Spielmarken, oder? Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Anzahl Kompass-Spielmarken, Maschine Stufe 1, okay, bis zur Anzahl der Monster, die dein Gegner kontrolliert, als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, doch, ist gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann haben wir Starter-Kommandant, wie gesagt, Truppen im Exil. So ein bisschen verkappt als Cybers-Monster. Dann haben wir Cyanet-Sturm, alles klar, noch mehr von Cybers. Und dann geht es weiter mit der Karte Nächtlicher Strahl. Und ich verstehe nicht so ganz, warum die Karte hier geprintet wurde. Was soll das? Wieso nicht einfach Cosmic Cyclone oder Twin Twister? Ganz im Ernst, Leute, die Karte hier braucht doch heutzutage echt keiner mehr. Die ist zwar nicht so scheiße, nach wie vor, aber es ist keine Quickspell. Ist einfach ein bisschen schade, dass man da wirklich so geizt mit den Reprints, aber gut. Dann haben wir Angebote der Verdammten. Komplett lächerlich, spielt heutzutage absolut keiner mehr. Verbotener Kelch ist allerdings nice, das gefällt mir. Dann haben wir Scapegoat, ja, absolut Pflicht heutzutage. In irgendwelchen Cyber-Spam-Decks, würde ich sagen. Ist halt einfach 4 Tokens for free. Aber naja. Schränkt auch den Zug so ein bisschen ein, deswegen muss man das machen in der gegnerischen Runde. Dann haben wir die Karte Verräterische Schwerte. Dass man das heutzutage noch in Decks packt bei Konami, finde ich höchst lächerlich. Also komplett, ja, an den Haaren herbeigezogen. Die Karte ist scheiße. Dann haben wir Gedankengang. Das ist halt nice, muss man sagen. Guter Staple. Dann haben wir Feuer des jüngsten Gerichts. Macht halt Tokens. Ich leg's mal mit raus, aber gibt auch krasseres. One for One ist sehr schön, auf jeden Fall. Für einen Anfänger immer schön, dass es mit dabei ist. Dann Terraforming ist absolut tot geprintet. Ich lege das jetzt ehrlich gesagt nicht mal mehr raus, weil WTF. Leute, wir haben jetzt so viele Reprints von Landformen, das braucht keine Sau mehr. Wirklich überhaupt nicht. Dann haben wir Paketlink, dann geht's weiter mit Wilder Tornado, alles klar. Ihr wisst Bescheid, es gibt andere Karten, die wir gebraucht hätten. Dann haben wir Fallgrubenalbtraum, ist halt auch eine ganz nette Falle, muss ich sagen. Dann geht's weiter mit Brennende Spiegelkraft. Andere Spiegelkräfte sind besser, aber hey, ist immerhin ein Reprint in Common, finde ich eigentlich gar nicht mal so dämlich. Dann Fallenbetäubung, Red Reboot. Wieso nicht einfach Red Reboot als, naja, Common-Karte? Wäre wesentlich sinnvoller gewesen, aber gut. Dann haben wir als weitere Karte Sichere Zone und die Karten rutschen mal wieder durcheinander. Sichere Zone ist auch ganz nett, würde ich sagen. Dann haben wir Ruf der Gejagten. Ach du Scheiße, rutschen die Karten auseinander, das ist echt schlimm heute. Denke ich auch mal hier dazu. Dann Tollkühne Gier. Ist sehr schön für Palio, aber generell für die meisten anderen Decks nicht so sinnvoll. Entlarven ist ganz cool, muss ich sagen. Und dann haben wir noch zwei sehr coole Karten. Und zwar haben wir zunächst mal Traffic Geist. Ist einfach ein Ding 3 Monster, das man generisch beschwören kann. Mit 3 sehr guten Pfeilen. Gefällt mir. Was aber noch besser ist, ist die Karte. Und Hilfe. Da kommt erstmal die Duel Links Karte zum Vorschein. Die Karte Lan Forynkus, die ist richtig nice, weil die ist quasi ein Link-2-Link-Monster mit generischem Pfeilen, das man komplett generisch bauen kann. Und damit können wir quasi jetzt safe in jedem Deck einfach so Pfeile rausbekommen. Absolut geil, die Karte. Sollte jeder besitzen, die wird auch safe was wert sein auf Dauer wahrscheinlich. Und die wird noch das ein oder andere Mal in Zukunft gereprintet wahrscheinlich, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen. Alles klar. Und dann, wie gesagt, die Duel Links-Karte, die keinen interessiert. So, dann würde ich sagen, war's das fürs Erste. Aber ich mache jetzt nochmal kurz eine kurze Übersicht mit einigen Playsets, die man bekommen würde, wenn man wirklich das Deck hier dreimal kauft. Und dann schauen wir mal, was da so Schönes zusammenkommt. Ich muss aber sagen, das Deck hier ist durchaus ganz solide. Es gibt aber auch einige sehr lächerliche Karten, weil, naja, was wollen wir mit Angebote der Verdammten oder so? Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber gut, sowas ist halt leider immer dabei. So Leute, da haben wir auch schon so eine kleine Übersicht und ich würde sagen, wir haben ja auf jeden Fall einige coole Karten, muss ich sagen. Wir bekommen einige interessante Holo-Karten bei den Cyberverse-Karten, aber generell auch noch ein paar Commons mit dabei, die es vorher noch nicht gab. Wir haben durchaus einige schöne Staple-Reprints, wir haben Effect Whaler, was sehr cool ist. Die Spiegelkraft ist nicht schlecht, wir haben halt auch den Lion-Wolf, wir haben generell ein paar Staple-Karten und so weiter. Das hier macht auch Sinn und wir haben 2 neue coole Link-Monster, die generisch sind, also ich muss sagen, das Deck gefällt mir. Ihr wisst meine Meinung zu diesen ganzen unnötigen Filler-Karten, die jedes Mal mit dabei sind, Angebote der Verdammten oder so, das ist einfach Bullshit. Es braucht kein Mensch und deswegen hoffe ich mal, dass das nicht für immer so sein wird, dass wir immer solche Karten bekommen, die irgendwie vor 15 Jahren vielleicht mal okay waren, aber jetzt mittlerweile einfach nur noch Bullshit sind, also die machen keinen Sinn. Aber ansonsten bekommen wir durchaus auch ein paar coole Karten, muss ich sagen. Wobei ich mir hier ehrlich gesagt noch ein paar etwas spielstärkere Karten gewünscht hätte, die wirklich mal was machen. Zum Beispiel halt Darkhold oder so, hätte hier vielleicht Sinn ergeben für Anfänger und so weiter. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden damit. Es gibt halt durchaus Besseres als das Cyberstack-Thema, aber zum Starten in das Spiel ist das, denke ich, okay. Und um mit der ganzen Link-Mechanik warm zu werden. Und wie gesagt, Lan Forynkus ist einfach eine sehr coole Karte für verschiedenste Decks. Also die sollte auf jeden Fall jeder dreimal besitzen, würde ich sagen. Für alle möglichen Decks, die man spielen möchte.
Und natürlich gibt es einige Decks, wo Mrs. Radiant oder Mr. Sternboy oder so besser sind, aber für gewöhnlich ist das hier einfach eine schöne Möglichkeit, um generisch Pfeile zu bekommen. Und das ist immer eine gute Sache. Okay, auf jeden Fall ein cooles Deck. Danke auf jeden Fall an meinen Sponsor, Get to the Games. Ohne ihn wäre das Opening hier nicht möglich gewesen. Denkt auch bitte an die Rabattcodes, die beide jeweils einmal nutzbar sind. Und dann bekommt ihr etwas im Shop von Get to the Games ein bisschen günstiger. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem nächsten Opening-Video. Bis bald. Tschüss. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zum Deck hier in die Kommentare.